Ich bin Frederik Michel, das ist Florian Hammer. Wir sind beide von der Firma Mint Live Solutions. Und wir kümmern uns um die Umsetzung von Live-Produktionen für Künstler. Und heute sind wir hier mit der Künstlerin Lea, bei der wir sogar zufälligerweise eine Doppelfunktion haben. Das heißt, ich bin bei Lea Musical Director und Schlagzeuger. Und Flo kümmert sich um den Monitor-Sound und ist Produktionsleiter. Wir haben bei Lea aktuell 8 In-Ear-Mixe anliegen. Dabei sind 4 rein Musiker-Mixe. Dann haben wir noch einen Mix für Spare. Wir haben einen Mix für Crew. Und dabei gibt es dann noch 2 weitere Mixe für Gäste weiter dazu. Und auch sogar für den Lichter-FOH machen wir einen In-Ear-Mix auch am FOH. Und insgesamt liegen bei uns aktuell um die 64 Kanäle an. Wir haben uns dafür entschieden, 2 C2500 mitzunehmen. Das bedeutet, einer am Monitorplatz, einer am FOH. Am Monitorplatz haben wir 2 Mixracks mit 48 Inputs, also eine DM48 und eine CDM48. Die sind beide verbunden mit Super-MADI-Karten. Über die Super-MADI-Karten läuft dann auch monitorseitig ein Mitschnitt, den wir bei jeder Show machen. Einfach für uns und auch für Virtual Soundcheck monitorseitig. Das läuft dann über ein RME-MADI-Face. Und letztendlich machen wir auch über die Super-MADI-Karten und das MADI-Face, wenn es denn notwendig ist, auch einen Broadcast-Mitschnitt. Das heißt, darüber schicken wir die Kanäle raus. Am FOH haben wir jetzt ganz neu dabei noch eine DX168, um FOH-seitig nochmal die Inputs und die Outputs zu erweitern. Und am FOH haben wir noch eine Waves-Karte eingebaut, auch für virtuellen Soundcheck. Wir wollten ein modernes System, was die ganzen aktuellen Anforderungen für Live-Musik quasi beinhaltet. Und sind da bei ganz verschiedenen Herstellern mal vorbeigekommen und haben uns das angeschaut und sind schlussendlich dann bei der D-Live gelandet, weil es das modernste System ist, was auf dem Markt ist, das gerade alle Features beinhaltet, die wir persönlich für unsere Umsetzung brauchen und decken damit alles ab, was uns bisher in den Sinn gekommen ist. Und das ist für uns dann die Waffe der Wahl gewesen. Wir schicken sehr viele Kanäle durch die Gegend tatsächlich. Da gibt es bei der D-Live ein sehr schönes Feature namens Tie-Lines, wo wir eben die Möglichkeit haben, selbst vom Licht-FOH dann das Talkback zum letzten Ende, zum letzten Output auf irgendeine anderen Stagebox zu schicken und haben damit die Möglichkeit genutzt und schicken uns da viele Dinge hin und her. Und das ist so mit einer der wichtigsten Punkte. Und gerade was Features und Kanalverwaltung angeht, sind wir da einfach ganz weit vorne dabei. Also mein größter Favorit ist tatsächlich der Dyne 8. Das ist ja der wundervolle dynamische Equalizer und dynamische Kompressor, den wir da drin haben, den Multiband-Kompressor. Und den habe ich auf, ich glaube, um die 20 Kanäle insertiert und nutze es einfach dafür, um ein bisschen Platz zu schaffen, weil ich kenne es eher so, dass diese ganzen dynamischen EQs und Multiband-Kompressoren sehr stark limitiert sind. Und wir haben halt jetzt bei der D-Live 64 davon und machen uns dabei soundmäßig viel Platz, weil es gerade eben ja nur 3 Musiker sind und man damit eben die Möglichkeit hat, sehr viele Sounds trotzdem irgendwie unter Kontrolle zu bringen, und dafür ist es die Waffe. Wir haben den Opto-Kompressor haben wir ganz oft noch drin. Das macht viele Dinge, gibt so einen kleinen schönen Touch, dass man es einfach noch ein bisschen runder bekommt und so 2-3 dB an Spitzen wegdrückt. Und ich bin durchaus begeistert. Wir haben auf jeden Fall eine sehr große Veränderung gemerkt, weil einfach dadurch, dass wir dann auf das D-Live-System umgestiegen sind und wir da mit 96 kHz arbeiten und mit dem vorherigen System nur auf 32 bzw. 48 gefahren sind, hat man alleine dadurch schon einen großen Unterschied gemerkt, weil einfach die Klarheit der Kanäle und wie die Preamps arbeiten, das war schon ein sehr, sehr großer Fortschritt. Also die ganzen Mixe, gerade für uns als Musiker auf der Bühne, die ganzen In-Ear-Mixe sind viel klarer und transparenter und auch druckvoller geworden. Was wir auch noch sehr ausgiebig nutzen, ist das ABCD-Feature, was relativ neu mit der 1.8er-Version gekommen ist. Wir nutzen es tatsächlich dafür, wir haben relativ viele Talkback-Kanäle auf der Bühne. Da hat unser Backliner ein Talkback, unser Lichtsystem, die Licht-FOH, Ton-FOH natürlich. Und da kommen wir auf relativ viele Inputs und dann haben wir aber tatsächlich auf der Bühne oft den Fall, dass mal der Backliner links steht, mal steht er rechts, mal steht das Lichtsystem-Rack links oder rechts auf der Bühne. Und vor dem Update mussten wir tatsächlich
uns die Kanalzahl oder die Inputzahl merken, wohin wir quasi jetzt das andere Talkback gepatcht hatten. Und so haben wir jetzt einfach mit einem Knopfdruck in dem Kanal, zack, bist du auf dem anderen Input und hast damit, brauchst keinen separaten Kanal anlegen, sparst dir wieder einen Kanal. Und es ist einfach viel schneller und auch sicherer, weil man eben nicht irgendwie durchsuchen muss, welcher Input es jetzt war, sondern man weiß einfach, man hat es voreingestellt, zack, gewechselt, alles super, alles sicher. Für uns das System, was im Endeffekt alle Features, die wir aktuell im Live-Business brauchen, vereint und ist das modernste System auf dem Markt und beinhaltet deshalb alles, was wir brauchen und klingt dabei auch noch unfassbar gut. Was ich auch noch wichtig zu erwähnen finde, ist, dass wir mit dem D-Live-System unter allen D-Live-Nutzern sehr gut vernetzt sind und das total super ist, weil es ist total egal, wo wir uns in Deutschland befinden, wenn irgendwas sein sollte, davon abgesehen, dass nichts passiert, weil die Geräte einfach super stabil laufen. Aber wenn das der Fall wäre, hat man super schnell einen 24/7-Support von Alan Heath direkt am Hörer. Oder man kann sich eben mit anderen D-Live-Usern austauschen und kann im schlimmsten Falle ganz fix ein Ersatzgerät beischaffen. Und das finde ich echt super, dass da die Community so stark ist und sich gegenseitig supportet. Wäre auch noch so ein Punkt, ne? Der wichtig ist. Ja, ich sag mal, Bier haben sie keins mitgebracht, das kann man ihnen jetzt schlecht angreifen. Ja, Mic drop. Glücklich machen wollen und das ist für mich ist es eigentlich das Nonplusultra. Für uns, wir sind doch zu zweit.